Ciao ihr Lieben und herzlich willkommen zu Runde 2 bei den Rammsteiner Sommernächten 2017. Weiter geht es mit den italienischen Freunden und die haben gleich all ihre Familien mitgebracht, wie man sehen kann. Bis auf den letzten Platz war alles ausgefüllt und dies hatte mehrere gute Gründe. Erstens bescherte uns Rammsteiner perfekte Wetterbedingungen, der Durst wurde mit kühlen Getränken gelöscht und vor allem gab es richtig leckere Pizzen. Martin Umlau und seine fleißigen Pizzabäcker vom Restaurant Backstage die Bühne sorgten stets mit drei verschiedenen Pizzavarianten bestens für den kulinarischen Hunger. Auf Hochtouren wurden Pizzasalami mit Champignons, Pizza Rucola mit Parmaschinken oder die vegetarische Variante frisch zubereitet. Auch die italienischen Freunde vom Eiscafé Venezia waren wieder mit dabei. Eisessen bei den sonnigen Temperaturen war schon fast ein Muss für jeden Besucher. Bei dem Anblick kann man auch einfach nicht Nein sagen zu einem, zwei oder drei Bällchen Eis. Der Hunger und der Durst waren also bestens versorgt und für die musikalische Unterhaltung wurde natürlich auch bestens vorbereitet. Andreas Gumann und Burgelstein vom Haus des Bürgers engagierten für die italienische Nacht nicht irgendwer, sondern Luigi Botta, und der machte mit seinen Freunden richtig gute Stimmung, wie man hören kann. Oh, das ist der Song, den wir später spielen werden. Rammstein gefeiert und so geht es auch den ganzen Sommer über weiter bis Ende August. Es lohnt sich also auf jeden Fall bei den kommenden Nächten mit dabei zu sein. Als nächstes sind die Brasilianer an der Reihe. Es folgen daraufhin noch 4 weitere Sommernächte. Informiert euch, markiert die Termine und seid alle mit dabei, wenn es wieder heißt Freitag 20 Uhr Rammsteiner Rathausplatz.